Hallo Video Vegas Freunde. Finally, it is going to happen. Ich präsentiere Ihnen mein Apartment hier im Dachgeschoss der Wohnungsgemeinschaft Hornstein. Vorraum. Fangen wir an mit dem Vorraum. Klo. Ja, also nicht spektakulär, recht eng, aber check this out. Sie werden sich denken, okay, ganz normales Klo. Das einzige ist, scheint eckig und nicht rund. Jetzt pass auf, der Trick. Haben vielleicht auch ein paar zu Hause. Ich hau das runter und. Es geht von alleine zu. Das heißt, wenn man am Abend ein bisschen damisch ist, braucht man da gar nicht viel machen. Einfach runterdrücken und das geht dann alleine zu. Der Vorraum ist noch total, würde ich sagen, recht simpel, einfach. Aber was soll man hier auch Großartiges machen? Katzenklo haben wir hier. Wir gehen dann, wir sehen es auch, der Übergang der Fliesen ist dann ins mediterranere, Terracotta-Style gehend. Das ist die Küche. Küche leider ein wenig zu eng geraten, also, aber es war leider nicht besser zu gestalten. Dafür ist die Küche umso schöner. Eine Landhaus-Style-Küche von Prahl, die heißt übrigens Liebe Sonne. Kostet ein Schweinevermögen. Oh, ich will gar nicht mehr daran denken, was sie gekostet hat. Ich glaube, an die, ja, neu kostet sie 24.000 Euro. Wir haben knapp 10.000 bezahlt, weil diese Küche eine Ausstellungsküche war und diese bekanntlich ja auch benutzt werden. Ja, benutzt in dem Sinne, also abgegriffen. Ja, wie gesagt, hier, das ist unser International Küchenpult, man sehen Sie hier Spanien, Mallorca vertreten, Frankreich. Hier wird überall, wie gesagt, speisenmäßig wird alles aufgekocht von allen Nationen. Hummer hat schon gegeben, Tafelspitz, französische Nudelgericht und so weiter. Ja, alles was ja, hier sehen Sie auch ganz, ganz wichtig. Ein Messinghahn, Old School, also older than Old School eigentlich schon Mittelalter School. Küche, was ist in der Küche? Ja, Kühlschrank, einmal nicht leer, noch einiges drinnen. Was haben wir noch zu finden hier? Ja, schauen Sie sich einfach nur die Küche an. Hier Marmor, echtes Marmor. Ja. Das ist keine Granitplatte, das ist Marmor. Und auch hier haben wir Marmor. Übrigens der Herd, ebenfalls sehr nostalgisch. Nostalgisch angehaucht. Schauen Sie bitte diese Messinggriffe an. Der Herd kostet ein Schweinegeld, kostet dieser Herd. Ah ja, gut, okay. Hier haben wir noch einen kleinen Abstellraum. Da kommen dann diverse Sachen oder sind diverse Sachen drin. Es ist ein bisschen eine Unordnung drinnen. Das Ganze, sehen Sie, Karotten liegen hier drinnen, Katzenfutter. Es ist einfach ein kleiner Abstellraum. Man kann hier ein paar Sachen deponieren. Von der Küche geht es jetzt in das große Reich. Das ist ein Entertainment- und Essbereich. Ich gehe mal in den Entertainment-Bereich. Das Bild hängt übrigens schief, das werden wir richten. Na, wenn es geht. Ich hoffe, es geht. Ich will nicht die Zeit vergeuden mit diesem... Hopp, da fällt das Bild fast runter. Schau dir das an. Und das alles live auf Kamera. Gut, ja, okay, ist egal jetzt. Hier haben wir eine Leinwand. Hier wird von dieser Couch aus, diese Couch ist geschützt mit Decken, da die Katzen sehr gerne hier raufrennen. Couch hat auch ein Schweinegeld gekostet, nämlich umgerechnet 2700 Euro. Ich sage immer die Preise, weil ich bin sehr materialistisch. Diese Leinwand, die habe ich mitgenommen von meiner alten Wohnung. Movie-System. Schaut jetzt ein bisschen, ich meine, russisch aus, oder ich bin mit einer Russin verheiratet, diese Kabeln, aber ich wollte mir da keine Kabelkanäle machen, weil wozu? Hier sehen Sie jetzt den Blick vom Entertainment Room in den Essbereich. Der Essbereich ist so ziemlich der einzige Bereich, der noch nicht fertig ist, deswegen stehen auch sehr viele Schachteln hier am Boden. Die räume ich gerade aus, beziehungsweise ein und deponiere sie dann in dem Keller. Hier übrigens steht der Rings of Europe, King of Europe Pokal, den ja Johnny Storm im Moment hält. Hier einige Erfolge meinerseits im Tennis. Können Sie auch hier anschauen, sofern Sie was sehen.
Das ist eine Truhe, die wird gerade eingeräumt. Ja, wie gesagt, diese Lampe hängt schon, denn unter dieser Lampe wird aber jetzt demnächst einmal der Esstisch herkommen, der wird erst gekauft. Hier, das habe ich mir auch einfallen lassen, wenn Sie hier jetzt diesen Lichtschalter sehen, diesen Lichtschalter, da führte kurz links daneben eine Wand. Also das war alles geschlossen. Hier, wo der Kasten steht, das war alles ein anderer Raum. Der wurde nämlich hier, wie Sie diese Leiste sehen, aufgebrochen und abgerissen. Und diese Leiste ist auch noch nicht fertig ausgemalt. Das mache ich dann auch demnächst. Wie gesagt, das ist so ziemlich das Einzige, was noch nicht gemacht ist hier. Schaut ein bisschen noch roh aus. Und da habe ich gesagt, hey, ich möchte hier nicht einfach eine geschlossene Wand haben, sondern ich möchte hier auch noch einmal durchschauen können. Ich möchte hier einen sogenannten halben Rundbogen haben, wo man nur zum Beispiel Pflanzen oder eine nette Figurchen aufstellen kann. Und da kann man dann hier quasi Sachen durchreichen oder zum Beispiel schreien oder was auch immer. Es kommt einfach, ja, es ist einfach offen alles. Und somit auch natürlich all die Lichtverhältnisse hier besser. Ich will nicht rausgehen, es regnet heute in Strömen, aber wir schauen am Balkon. Der Balkon, ja, da ist auch noch nicht viel gemacht worden. Das wird dann nächsten Sommer vorgenommen. Ich muss auf die Uhr schauen, wir haben noch 3,5 Minuten, das sollte sich ausgehen. Wie gesagt, die Terrasse ist eigentlich groß genug, dass man hier auch essen kann auf der Terrasse, wenn es einmal schön ist. Auf die Katzen kennt man ja bereits. Hier ist ein schöner Oldschool-Style-Landhauskasten. Die Katzen schlafen, aber wir beobachten sie ganz kurz nur für die Kamera aus. Eine Katze ist hier, war heute sehr schlimm. Und der kleine Kater ist hier drinnen. Na komm mal raus. Komm raus, Baxter. Da ist er. Na komm. Ja. Okay. Ja, das wird einmal so ein Frühstücksbereich. Das sind absolut, ich möchte einfach sagen, es sind Möbel, die einfach weggehören. Mir gefallen sie nicht, aber momentan stehen sie halt hier. Ja, ich glaube, wir gehen weiter. Der Rundbogen, übrigens handgemacht, jeder Stein einzeln. Ja? Das ist nicht so ein Netz, das man rauflegt, sondern das geht hier nicht. In dem Falle ist wirklich jeder Stein einzeln eine Woche lang hat das Ganze gedauert. Also wir haben sicher Zeit genommen und gesetzt. Ja. Jetzt geht es weiter in den eher, sage ich mal, unspektakulären Bereich. Also das Spektakuläre haben Sie bereits gesehen. Wir machen Licht. Wir machen auch hier Licht. Das sind quasi die Gemächer, die kleinen Gemächer. Das ist ein Schrankraum, ein für Kleidungen. Hier sehen Sie es. Da mache ich natürlich jetzt nicht auf. Es ist einfach eine Garderobe. Man kann hier so ziemlich alles deponieren, was Gewand betrifft. Links, das ist, schaut mir noch ein bisschen blank aus. Da könnte man auch was... Ich überlege gerade, dieser Raum, ein Schrankraum. Alles verfließt mit denselben Fliesen übrigens. Badezimmer, gehen wir rein. Ja, was ist hier im Badezimmer? Eine Therme, das ist ganz normal, das hat man eben. Diese Badewanne ist auch eine, hat auch eine gewöhnungsbedürftige Form. Es ist nämlich eine Art, kein richtiges Rechteck. Unsymmetrisch. Aber dafür kann man zu zweit drinnen liegen. Wir haben jetzt noch 1 Minute 15 Sekunden. Ich muss mich beeilen. Badezimmer, sehen Sie es hier, schauen Sie sich noch gut um, was das Badezimmer so bietet. Dusche und Wanne integriert. Und wir gehen raus aus dem Badezimmer, schnell rein, Schlafzimmer nicht aufgeräumt. Schlafzimmer übrigens mit Bambusbett, ja, das braucht man heutzutage. Denn dann sieht man hier ganz gemütlich auf den Himmel rauf, es regnet heute. Ein trüber Tag, richtig zum Knotzen. Auch aus Bambus, dieses Nachtkästchen, 45 Sekunden haben wir noch. Und jetzt natürlich, wo gearbeitet wird, da fallen Späne am Boden, mein Arbeitszimmer, unglaublich, was da alles steht, was man alles braucht, wenn man Videocutter ist. Ja, es liegt einfach alles herum, Videorekorder, DVD-Player, DVD-Rekorder, ein Desktop-PC, Mikrofon, ein Mischpult, ein Stativ, ein Handy, eine externe Festplatte, eine Maus, Boxen, ein Monitor, eine Tastatur, Rohlinge, Gummis, CDs, Akkus, wir haben noch 10 Sekunden hier, eine weitere Profikamera, dann was gibt's noch hier, Kabeln und ich logge mich aus, das war die Wohnung, check it out.